Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ox Must Die. Wir haben gerade Tunnel abgeschlossen. Im Zauberbuch hatte ich gerade noch die Stachelfalle voll aufgerüstet und die Donnerbüchse um eine Stufe. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal fort, ne? Lars. Schlucht des Verderbens. Beim Ausrüsten kannst du das Zeugs in deinem Ausrüstungsbalken auch hin und her ziehen. Ich habe das früher immer einfach dann rausgelöscht. Was sollte das Ganze eigentlich? Warum hast du all diese Orks durch die Spalte geschickt? Die Magier des Ordens waren schwach. So, da ich einfach Platz dafür habe, nehme ich einfach mal das Ding. Die Orks waren ein Werkzeug, um gegen die Korruption und den Schmutz anzugehen. So, da kommen sie raus. Warte mal ganz kurz. Hier müssen sie lang, also ich werde hier auf jeden Fall verteidigen, weil sie können ja auch von rechts kommen. Deswegen platziere ich hier Fallen. Ich mache hier erstmal nur das Grobe. Da kann ich keine, da kann ich welche ran. So. 300 reicht noch für eines. Wie? B muss ich drücken? G. Nein, B zum Inventar öffnen. Ja, aber das, ich glaube, das kannst du nicht machen, wenn du Fallen platziert hast. Schon. Das musst du davor machen. Also nee, löschen bringt glaube ich auch nicht, sobald du irgendwas gemacht hast. Schade, schade. War's das? Das ist gut mit den Eisfallen, weil so werden hier mit Glück die so lange aufgestaut, bis sie dann hier erwischt werden von dem Zug voll. Mit Glück. Das habe ich mir nämlich eben gedacht, weil ich zwar nicht von ihm gerannt werde, aber er ja irgendwie Lebenspunkte hat, also dachte ich. Ja. Gut. Rechts bringt das ja nicht viel, dann würde ich sagen, wir lassen die Lore auch da laufen, ne? Ja. Ach, die kann man auch um. Ja, wenn du dagegen schießt oder eh durch. Genau, dann lassen wir die mal da lang laufen. Was wo? In die Richtung, da in deine Richtung. Und ich wäre soweit. Wow. Dann können wir loslegen. Bam! Oh, die sind ekelhaft, die kleinen Viecher, diese Runner. Gehen mir mal auf den Sack. Oder gingen mir im ersten Teil auf den Sack. Weil die ganz gerne mal alle Fallen Weil die ganz gerne mal alle Fallen auslösen, die auf dem Weg sind. Klatsch, voll erwischt. Sehr schön, der andere Spalt öffnet sich jetzt. Nur für dich! Ach scheiße, habe ich mich um Dranat vertan. Diese Orks müssen sterben! Juhu! Ja. Zack! Nice! Da ist meiner eh richtig gut. Ich hau den einfach vor den auf den Boden. Ja. Und alle. Eine harte, aber gerechte Lektion. Boom! Im ersten Teil weiß ich noch, da hatte ich den Windgürtel ganz gerne, weil da gab es Level mit Säure. Und dann konnte man die da halt in die Säure einfach reinwerfen. Praktisch. Ja, Level 8 war das, glaube ich, sogar 9. Ja. Das war lustig. So. Ein Ort für alle Fälle. Naja, okay. Mehr oder weniger. An die Arbeit! Da kommen sie raus. Spam ich wieder gerade mal ein bisschen zu, eine Runde. Lass sie sonst. Sonst bleib ich hier, du erledigst die ersten und ja, ich kümmere mich um den Rest, der durchkommt. Alles klar, sie kommen auf der anderen Seite raus. Kriege ich aber hin. Für den Moment, auf jeden Fall. Oh, diese kleinen Läufer. Ja, die sind ekelhaft, ne? Also, wie viele waren das? Ach, Alter! Scheiß Mistvieh! Ich glaube, es hackt! Alter Schwede, will mich das Scheißvieh verarschen? Alter! Das war richtig bissig. Ja. Das wird richtig wissig. Jetzt haben wir ein Ding verloren wegen so einem verfickten kleinen stinkenden Magi-Runner. Oh, mir fehlt ein Gold. Echt? Ein? Ja, ein einziges. Kannst du nicht irgendeine andere Falle verkaufen? Nö, ich hab jetzt einfach zwei andere gesetzt. Und dafür eben kein. Los geht's!
Ich bin für Neustarten, sonst kriegen wir nur 4 Sterne. Ja, ich eigentlich auch. Alter, schon wieder so ein Runner hier, ne? Ich glaube, es hackt. Ich bleib jetzt hier einfach stehen und töte die Runner, die durchkommen. Ich mach hier einen auf Fernkämpfer. Nein, deine Falle war im Weg. Kein zweites Mal. Kein zweites Mal hier den Mongo. Alter, scheiß stinkende Viecher. Platsch, platsch. Oh, von hinten kommen sie. Wow, fast runtergefallen. Das hätte nochmal 5 Leben gekostet. Also 5 Spaltpunkte gekostet. Zack, hab sie. Nein. Ja, das war schon echt nervig. Ja. Knochentiefe Reinheit. Los geht's! Letzte Welle! Oh scheiße, und die Hälfte ging daneben, aber egal. Sie kommen von hinten. Nein! Oh, am Arsch! Scheiße! Ja, jetzt ist eh egal. Hm. Na, wenigstens ist es dann nicht wegen einem Punkt, sondern wegen 6. Na, trotzdem. Ja, ich find's auch scheiße. Machen wir einen anderen Mal dann. Oder wollen wir das direkt danach machen? Ja, mal gucken. Also wenn weniger als 3 Totenschädel haben, wäre das schon ziemlich scheiße. Also du solltest ja auch bedenken, dass erstens jetzt ganz viele gerade durchkommen. Ja. Und zweitens, je mehr oder je weniger Schädel wir kriegen, desto schlechter sind wir in den nächsten Levels. Ja. Stimmt schon. Jawohl, das haben wir geschafft. Mal schauen, wie viele Schädel. Zauberer sterben sie. 4 Schädel. Ja, okay, das geht noch. Ja, ne. Ah, nur 5 Bonusschädel. Kriegt man immer. Eigentlich, es sei denn, du sammelst welche ein. So, die Sprungfalle, die fand ich scheiße. Habe ich nicht so genutzt. Nee, ist schon gut. Was? Ups. Ich konnte für die Waffe nämlich nur eine Primär-Dingsbums nehmen. Ich nehme jetzt die Eis-Dingsbums, die verbessere ich jetzt. Schmuckstücke. Nein. Hm. Soll ich die Donnerbüchse weiter verbessern oder lieber nicht? Ach komm, einmal kann ich noch. Und dann würde ich sagen, mache ich nochmal ganz kurz. Gucken hier. Ach, das ist Aussehen. Ja. Waffen. Was bedeutet das Schild da? Kann man das auch aufrüsten? Ich weiß schon, wir haben jetzt gerade nichts bekommen, weil wir nur bei 5 Sternen was geschenkt kriegen. Wir haben doch... Wie geschenkt? Wir haben Sprungfalle geschenkt bekommen. Oh, ja. Ne? Pfeilwand rüste ich einfach noch um eine Stufe auf. Pfeilwände können auch an der Decke platziert werden, das ist natürlich cool. Was meinst du? Ja, schon gut, mach weiter. Ich würde sagen... Was? Achso. Ich würde sagen, das war Schlucht des Verderbens. Ja, durch ein bisschen Rumnuberei von meiner Seite. Leider nur 4 Schädel statt 5. Plus 5 Bonusschädel macht 9. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, da sind wir wieder. Und wir hatten gerade Schlucht des Verderbens ein bisschen rumgenugt, also ich. Und da das noch so ein anfängliches Level ist, würde ich sagen, versuchen wir das nochmal erneut und machen diesmal einfach 5 Schädel. Wenn wir im späteren Spieldurchlauf. Was sollte das Ganze eigentlich? Dann, warum hast du all diese Orks durch die Spalte geschickt? Die Magier des keine 5 Schädel haben, ist das egal, das würde sonst zu lange dauern. Die Orks waren ein Werkzeug, um gegen die Korruption und den Schmutz anzugehen. Klassischer Machtrausch, wie? Verstehe.
Scheiße, ach ja, wir haben ja 6 Platz frei. Ach, Teerfallen habe ich ja gar nicht, die hast du nur du. Nee, die hab ich. Die hab ich da platziert. Mach du da wieder Eisfallen. Ich bin soweit, allzeit bereit. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Bam. Zack. 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 Hui, da macht er einen Abflug. Oh, jetzt hast du ihn zermatscht. Den wollte ich eigentlich zermatschen. Ich muss näher rangehen an die Gegner. Damit meine Schrotflinte auch ordentlich Schaden macht. Ich werde jetzt auch öfters mal darauf achten, dass Runner kommen und die haben bei mir jetzt Priorität. Dann haue ich einfach so ein Ei. Ja. Alleine, der hat sich gerade als Eiswürfel überschlagen, als er gerade eingeschworen war. Ja, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Saurer Regen ist nichts dagegen. Ach scheiße, hat nicht mehr genügend Kohle. Zeit für ein Gemetzel! So, komm raus hier. Alter, die Feuerrate ist echt so müllig, ne? Sehr schön. Lass die Runner sonst für mich, außer es sind ganz viele oder mehrere. Ja, du hast höhere Feuerrate, das ist... Ja, ich hab wohl besser, was noch besser ist, einen höheren Feuerrate, ja doch, ein Radius. Bam. Das ist in erster Linie. Ja. Da kommt Runner. Hast ihn? Jo. Sehr schön. Oh, sorry, hab mich wieder voll dazwischen gestellt. Nö, ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich ja diesen extremen Radius. Da ist es egal, ob du getroffen wirst oder die, der Radius ja. Fetzt trotzdem okay. Weg. Das ist gut. Nein. So. Köpfe werden rollen. Köpfe werden rollen. Latsch. So, da drüben kommt nichts. Alles klar. Wenn sie einer Falle ausweichen, dann kommt in die nächste. Bam, hier kam zur Runner, die hab ich schon. Bam, ja. Oh, okay. Runner. Ah, danke. So. Bunny Hop. Und fertig ist die Laube. Ah, ja, sehr schön. Das hätten wir ja mal ohne Beme geschafft. Jetzt kann ich keine mehr. Ja, ich habe hier jetzt viel mehr Säure statt Eis geholt. Ich glaube, ich mache die Säure-Dinger besser. Ja, ganz ehrlich, aufhalten ist nicht so schlimm, aber Säure macht nochmal ordentlich Schaden, gerade bei vielen Gegnern ist das doch hilfreich. Die Schonzeit ist vorüber. Zumal die Runner auch von denen öfters aufgehalten werden. Ja. Bam. Okay, gegen die Runner kann ich hier meine Sprengkugel einsetzen. Runner. Bam. Ja, das klappt ganz gut damit. Okay, geil. Gleich 3 runtergehauen. Oh, nein. Was? Runner. Oh, Glück gehabt. Ich stelle mich auch mal hier mit rein. 1, 2, 5. Mist, schon wieder verzählt. Sie sind auf der Wolke. Ich habe jetzt nur 3 übernommen. So. Bester Kampfmagier aller Zeiten. Nice one. Okay. Pfeile für alle. Pfeile für alle. Jetzt gibt's was Feines. Letzte Welle, okay. Das war interessant. Okay, ich glaube, ich muss nicht so viele feuern, weil du doch ganz schön was wettmachst. Ja, ab und zu mal so eine Salve oder was auch immer du da hast rein, ist nicht schlimm. Oder ist nicht gerade schlecht. Hm. Aber größtenteils schaffe ich es, sie durch den Rückstoß und alles ja, zu klar. Halten. Oh, Runner. Ah. Bam. Okay, gut.
Am besten sagt jeder Bescheid, wenn die Gegner kommen, also die Runner. Ja. Ich brauche erst noch eine schnellere Waffe. Ich glaube, ich hole mir gleich mal die Armbrust. Runner ist hier wieder, aber den kriege ich. Oder den hab ich. Runner sind hier wieder, aber ein Glück, dass ich die Zerfallen platziert habe. Ich glaube, ich skill auch bei den Stachelfallen nochmal um, dass die keinen extra Schaden machen, sondern Gegner verlangsamen. Ja, ist vielleicht doch besser. Eine Freude. Weil Schaden, das hält dann auch Runner auf. Also. Was? Schaden machen wir eigentlich genug. Ja. Deswegen. Das war doch sehr schön. So, 5 Schädel, noch einen 5. dazu bekommen. Bonus-Schädel noch mal auch nochmal 3. 4 neue Schädel. Kleiner mal Gesamt Bonus bekommen. Dazu. Ja, das ist doch schön. Mal schauen. Ich habe aber nur 7, das reicht eigentlich für nichts, oder? Ich habe 5. Alle. Nee. Der Säuresprüher. Manchmal in Brand setzen. Feuer. Säure verlangsamt Ziele kurz. Der klingt doch gut. Ah, das ist doch nicht schlecht. Ah, ich wollte noch umskillen hier praktisch. Wahrscheinlich. Der Stachelfalle zu Unikat 1. Wahrscheinlich sind die ersten beiden Fallen, die man kriegt, unique. Also du hast 2, die nur du hast. Ich habe 2, die nur ich habe. Außer ja, man. Genau. Du hast halt Säure und Eis und ich habe Teer und. Diese Wandstachelfeilfallen. Mhm. Ne? Ja, gut, alles klar. Damit haben wir Schlucht des Verderbens endgültig abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!